Letztes Jahr besuchten wir die Gedenkstätte in Dachau. Davor haben wir uns kaum in der Schule mit dem Thema beschäftigt. Natürlich wussten wir trotzdem, dass die Nazis unzählige Konzentrationslager in ganz Europa errichtet haben. Manche von uns wussten sogar, dass dort Menschen vergast worden sind. Einige wussten nicht mal, was Auschwitz bedeutet. Als Kind besuchten wir oft meine Großmutter in Deutschland. Ich wunderte mich bei Vorbeifahren über die riesigen Anlagen von Auschwitz, bekam aber nie eine Antwort von meinen Eltern, was der Ort sei. Wenn ich heute meine Familie in Polen besuche, weiß ich, was der Ort war und was dort geschehen ist. Ich war noch nie dort, bin aber unzählige Male vorbeigefahren. Insgesamt haben die Nazis über 6 Millionen jüdische Menschen ermordet, sowie Hunderttausende Sinti und Roma, homosexuelle Menschen, Menschen mit Behinderung und politische Gegner, Gegnerinnen wurden verfolgt, in die Lager verschleppt und ermordet. Es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, damit sowas nicht wiederholt. Die ermordeten Menschen, die Opfer des Holocaust, dürfen nie vergessen werden. Geschichte wiederholt sich nicht, wir müssen aber aus ihr lernen. Sie souffliert uns, flüstert uns zu. Wir archivieren die Gegenwart und hüten die Vergangenheit. Vieles ist vergessen, verdrängt oder unwiderruflich gelöscht. Wir fürchten das Vergessen, erinnern an eine vergangene Welt und suchen den Zungenschlag des gegenseitigen Verständnisses. Erinnerung betrifft auch zukünftige Generationen. Vergangenheit wird in Teamarbeit vergegenwärtigt. Die Spuren einer verlorenen Zeit müssen immer wieder neu mit lebendigen Gedächtnissen verkoppelt und von diesen angeeignet werden. Durch Erinnerungsarbeit setzt man sich in der Gegenwart gemeinsame Ziele für die Zukunft. Wir verhandeln und vergewissern uns, wer wir ungleichzeitig gleichzeitig gemeinsam sein wollen. Warum soll man sich mit der Vergangenheit befassen? Was hat das mit unserer Gegenwart zu tun? Kann Erinnerung Arbeit an der Gegenwart sein? Warum soll man Theater machen? Und warum stehen dann Jugendliche wie wir hier auf der Bühne? Also, wir sind 12 Jugendliche aus Neuperlach, einem Stadtteil von München. Unsere Proben fanden im neuen Theaterlabor der Münchner Kammerspiele statt. Gemeinsam mit Martin Walde-Stauber haben wir das Theaterstück Timebusters entwickelt. Als Timebusters fragen wir uns, wie wir als Gesellschaft auf die Vergangenheit zurückblicken sollten. Als Gesellschaft müssen wir unsere Erinnerungskultur hinterfragen und unser Geschichtsverständnis erweitern. Wie funktioniert kollektive Erinnerung, wenn die NS-Vergangenheit immer weniger mit den Familiengeschichten der Bürger und Bürgerinnen verwoben ist? Vor dem Projekt habe ich noch nie Theater gespielt. Ich war immer zu früh bei den Proben, weil es zu Hause nichts zu tun gab. Das Projekt ist wichtig, weil die Vergangenheit nicht verblassen sollte, weil wir irgendwie die Vergangenheit verewigen müssen. Jetzt warten wir auf Einladungen, um unseren Stück auch in anderen Städten vorzuspielen. Damit sage ich euch, dass ihr uns einladen sollt. In unserem Stück finden wir im Sand eine Zeitkapsel und fragen uns, was ist da drin und wer hat das hier überhaupt vergraben? Und vor allem, warum haben sie es vergraben? Und was haben sie sich damals dabei gedacht? In der Zeitkapsel befinden sich Zettel und Videoaufnahmen. Wir vergraben, was uns wichtig ist, damit die uns versteht und euch an uns erinnert. Wir sind 2008 mit meinen Eltern und meinen älteren Geschwistern nach Deutschland gekommen, weil in meiner Stadt Mosul im Norden von Irak Krieg war. Jeden Tag explodierten Bomben und Menschen wurden getötet. Auf den Straßen meiner Stadt waren Beauftragte des Daesh, die von allen die Ausweise sehen wollten. Und wenn sie gesehen hätten, dass wir Jesiden sind, wären wir auch erschossen worden. Wie Jesiden, unsere ethisch-religiöse Gruppe, wurde zur Zielscheibe des sogenannten Islamischen Staates, weil wir anscheinend Teufelsanbeter sind. Wir sind zu Fuß in die Türkei, von dort aus mit dem Boot nach Griechenland und dann weiter mit dem Schiff nach Italien.
Dann sind wir zu Fuß nach Deutschland gekommen. Primo Levi, Erinnerungen. Jeder nahm auf seine Weise Abschied vom Leben. Vieles wurde damals unter uns gesagt und getan, aber es ist besser, dass daran kein Andenken bleibe. Mit der absurden Präzision, an die wir uns später gewöhnen sollten, nahmen die Deutschen den Appell vor. Und dort bekamen wir die ersten Schläge. Das war so neu für uns und so unsinnig, dass wir keinen Schmerz empfanden, weder körperlichen noch seelischen. Nur tiefe Verwunderung. Wie kann man einen Menschen schlagen, ohne zornig zu sein? Jetzt hatten wir also vor unseren Augen und unter den Füßen eine jener berüchtigten deutschen Transportsiege, die nicht wiederkehrten und von denen wir erschaudert und immer etwas ungläubig schon so oft gehört hatten. Unseren Bestimmungsort hatten wir mit Erleichterung vernommen. Auschwitz, damals für uns ein Name ohne Bedeutung, aber er musste immerhin einen Ort dieser Erde angehören. Von den 45 Menschen in meinem Waggon haben nur 4 zu Hause wiedergesehen. Und es war bei weitem der glücklichste Waggon. Der lange Schatten der Vergangenheit verdunkelt unsere Gegenwart. Und mahnt, wie es auch ein Denkmal tut. Wozu hier stehen? Theater kann und wird nicht heilen. Aber es kann beitragen zur Erinnerungsarbeit einer Gesellschaft. Zur Arbeit an der gemeinsamen Gegenwart. Wofür würdet ihr protestieren? Ich werde immer wieder von der Polizei kontrolliert. Beim letzten Mal musste ich sogar meine Schuhe bei der Kontrolle ausziehen. Warum? Was für ein Cocktail toxischer Vorurteile. Wir wollen der Staatsgewalt vertrauen und von ihr geschützt werden. Da hat Diskriminierung keinen Platz. Das darf man verlangen. Ich will Polizist werden. Die Polizei muss divers sein. Ich glaube, dass es bei der Polizei Rassismusprobleme gibt. Und das will ich ändern. Soll man zu einer Gesellschaft dazugehören, die nur vollkommene Anpassung oder Ausschluss zulässt? Wer entscheidet, wer mitspielen darf und wer nicht? Wer ist nur Statist für andere? Bin ich deutsch, das entscheiden andere. Menschen, denen ich sage, dass ich aus einer Perlach komme, denken, dass ich ein Krimineller bin. Am liebsten würde ich jetzt sofort umziehen, dann müsste ich mich nicht mehr für eine Perlach entschuldigen. Ich sage, ich bin Deutscher, um nicht zu sagen, dass ich Afghane bin, der aus Neuperlach kommt. Ich lebe in Deutschland, ich habe einen deutschen Pass. Bin ich Deutscher? Ich bin Afghaner, aber meine Familie hat noch nie Afghanistan berührt. Ich bin von Iran bis nach Deutschland zu Fuß gelaufen, als ich noch 3 war. Aber das interessiert doch niemanden, oder? Ändert diese Information etwas an die Art und Weise, wie Sie mich sehen? Macht es mein Leben besser, wenn ich darüber spreche? Wie verhandelt eine Gesellschaft ihre eigene Veränderung? Wir sind Timebusters. Wir blicken auf Erzählungen einer gewaltvollen Vergangenheit. Entweder sind sie mit dem Erleben unserer Familie verstrickt oder wir kennen sie aus Schulbüchern. Obwohl diese Geschichten nicht unserer Familienerziehung vorkommen, müssen sie erinnert werden, damit solche Gewalt nie wieder wiederholt. Welche Geschichte und Geschichten haben dazu geführt, dass wir heute hier gemeinsam stehen und sitzen? Welche Erzählungen dominieren unsere Erinnerungen? Gelten meine Familienerinnerungen? Wann gewöhnen wir uns an den Plural von Heimat? Wer entscheidet, was erinnert werden soll? Auch heutiges Unrecht gilt es zu benennen und dagegen aktiv zu werden. Jeder Mensch soll gleich behandelt werden. Jeder Mensch hat denselben Wert. Das darf nie vergessen werden. Wir verändern die gegenwärtige Selbstbeschreibung unserer Gesellschaft und die Erzählung der Vergangenheit durch bereichernde weitere Perspektiven, fügen Komplexität hinzu. Schönheit. Wenn man jung ist, wird man nie nach seiner Meinung gefragt, danach, was einem wichtig ist. Oder was man unbedingt erzählen will. Doch die Zukunft braucht Verantwortung, hier und jetzt, denn der lange Schatten der Gegenwart wird unser Leben begleiten. Wir erinnern miteinander, um einander näher zu kommen.